Hallo ihr Lieben, hier ist eure Winzbraut und ich möchte euch mein neuestes Projekt vorstellen. Für mich ist es nicht ganz so neu, weil ich spiele schon eine Weile, so 3, 4 Monate. Ich weiß es gar nicht, wann ich angefangen habe. Aber für euch, weil ich möchte euch jetzt ab diesem Jahr daran teilhaben lassen. Das ist ein Browserspiel, heißt Klondike und ist aber total schön gemacht, weil es grafisch sehr schön aufgebaut ist, ständig neue Quests hat. Und man eigentlich, oh, es hat einfach einen so einen Schnuckelfaktor und ich bin oft so begeistert, wenn wieder was Neues kommt, neues Event oder so und denke oft, oh, das würde ich euch gerne zeigen. Account habe ich natürlich schon, den muss ich nicht erstellen. Jetzt am besten, schwupps, werde ich euch mal zeigen, von was ich hier eigentlich die ganze Zeit rede. Bis gleich. So, und hier sind wir schon im Spiel. Das hier ist mein kleines Städtchen. Natürlich sieht es ganz am Anfang nicht so aus. Ich habe natürlich schon ein bisschen dran gearbeitet. Ich kann euch mal zeigen, wie das am Anfang aussieht. Ich habe nämlich hier so ein paar kleine Freunde, die zum Beispiel hier Level 8 sind. Die kann man besuchen. Und wenn man hier neu anfängt, dann sieht es erstmal in etwa so aus. Hier wurde schon ein bisschen mehr gemacht, aber wie ihr seht, hier gibt es noch ganz viel Bäume, Büsche, wenig Häuser. Man hat ein paar kleine Beete und ein Zelt und einen Hund. Sieht zwar jetzt gerade nicht aus wie ein Hund, aber das liegt daran, dass jetzt gerade noch Weihnachtsevent ist. Aber normalerweise sind es Schlittenhunde. Und die Geschichte hinter dem Ganzen ist eben, dass der Vater ausgezogen ist auf eine Expedition und er ist nicht mehr zurückgekommen. Und dann hat man sich entschlossen, ja, jetzt möchte ich einfach mal gucken, ob ich den Papa finde und zieht los, selbst auf Expedition. Und man fängt natürlich da an, wo man gehört hat, dass der Papa als letztes gewesen ist und das ist eben hier in diesem Tal. Da gibt es einen Haufen Arbeit, das hat auch ziemlich lang gedauert, bis dieses Gebiet frei, ja, frei gehackt, frei geerntet war. Man fängt an mit einer Sägemühle und ein Stein, das ja genau, eine Hütte, okay. Ja, man baut dann als erstes so noch einen Steineklopfer und ich gehe mal wieder nach Hause. Und so habe ich auch angefangen hier. Da stehen sie nämlich, die beiden, die Sägemühle und der Steineklopfer. Und dadurch macht man das Gebiet frei. Als erstes hat man nur dieses Gebiet hier vorne und kann es mit der Zeit, da muss man hier die Brücke bauen, kann man das hier noch ausbauen, dann kriegt man hier das dazu. Da habe ich noch nicht viel gemacht, weil ich die Brücke erst vor kurzem gebaut habe. Und wenn man ganz fleißig ist, dann kann man hier noch diesen Felssturz beseitigen und hat hier oben dann noch ganz, 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 ganz viel zum Bauen. Kann ich euch hier auch mal zeigen. Man muss dann verschiedene Dinge herstellen und wenn man die alle hat und zusammengetragen hat, dann kann man hier aufräumen. Und das sind dann sogar 2 Stufen, also das ist die erste Phase und dann wird wahrscheinlich so ein bisschen weggeräumt sein und dann muss man noch irgendwas bringen für die zweite Phase. Und das sind dann schon immer aufwendigere Sachen zum Bauen, das dauert dann eine Weile. Ja, hier ist natürlich schon sehr, sehr viel zu sehen. Ich zeige euch jetzt erstmal, das muss ich mal schauen, vorhin kam was mit einem neuen Event und zwar mit dem Zug. Das sehe ich jetzt hier gar nicht, weil das ist was, was ich hier, diesen Zug, den musste man zum Beispiel auch ausbauen, das ging erst mit Level 35. Es gibt auch, wollte ich auch gerade mal zeigen, es gibt auch Musik, aber die geht mit der Zeit auf die Nerven und ist hier auch ziemlich laut, also die lasse ich lieber weg. Da möchte ich nicht dauernd rüberbrüllen. Das wäre auch für euch wahrscheinlich nicht so toll. Ja, auf alle Fälle sieht man hier,
Zum Beispiel, man hat ja ganz, ganz viele Freunde, und zwar 197 habe ich, wobei da manche auch inaktiv immer sind, zeitweise oder auch für immer. Die misst ich dann immer nach und nach aus. Hier zum Beispiel, die hat hier einen weißen Namen, das bedeutet, dass sie schon seit einigen Tagen nicht mehr online war. Die gelben aber schon. Und ich habe da ganz, ganz, ganz viele Freunde, und diese vielen Freunde kann man jeden Tag mit einem Geschenk bedenken. Das sind so Gratisgeschenke, die man denen geben kann. Ich mache das zum Beispiel so, dass alle die, schwupps, die diesen Wind suchen, beschenke und klicke dann auf alles schenken und dann bekommen alle die, die hier sieht man es, die einen Wind suchen, ihren Wind. Und das, dann gibt es noch Wasser, manche suchen Wasser, dann gibt es Holz, Steine, Gras, Eisenerz, Ton, Kohle und am Schluss gibt es Himbeeren. Ich weiß noch gar nicht, wer diese Himbeeren, wozu man die braucht. Ich weiß, dass die später wichtig sind. Aber für mich im Moment noch nicht. Jetzt bleiben natürlich noch welche übrig, die noch ganz andere Sachen suchen, die nicht gratis sind. Und denen schenke ich dann auch immer noch mal Himbeeren. Wenn man jetzt denen speziell was schicken möchte, kann man das auch hier. Hier sieht man immer, was sie suchen. So. Und dann kann man das anklicken. Und dann kann man denen das extra schenken. Und es geht dann halt vom eigenen Lager ab. Die Gratisgeschenke gehen nicht vom eigenen Lager ab. Jetzt sieht man hier, ich habe alle meine Freunde beschenkt. Und natürlich schenken die mir auch. Und die sind hier unten meine Geschenke, die ich bekommen habe. Die muss man dann einzeln annehmen. Manche schreiben immer was Nettes dazu. Mache ich auch manchmal einfach so einen guten Morgen oder einen Weihnachten, frohe Weihnachten. Manche schreiben eben auch, wenn sie was brauchen oder wenn sie einen Laden eröffnet haben. Und im Laufe des Tages trudeln dann immer mehr Geschenke ein. Ah, der Specht ist ganz schön laut. Bin mal gespannt, ob das bei euch im Video dann auch so laut ist. Höre ich erst über Kopfhörer so richtig, wie laut das ist. Ja, was könnte ich jetzt machen? Es gibt eine Sache, die ich jeden Tag mache, und zwar, ich kann jetzt die Freunde besuchen. Ich habe nämlich hier oben eine Energieleiste. Das heißt, ich kann Aktionen machen, die 26 Energie verbrauchen. Das heißt zum Beispiel pro einmal auf den Baum hacken, kostet einen eine Energie. Oder eben alle Erntesachen. Hier ist es so, ich habe hier Beete. Wenn ich die ernte, kostet es mich nicht, aber wenn ich was aussähe, kostet es mich was. Hier habe ich jetzt Baumwolle angepflanzt, die dauert aber noch 4 Stunden. Kann ich euch dann vielleicht später mal zeigen, wie ich die ernte. Hier habe ich auch Tiere. Wenn ich die fütter, gibt es Schweindünger. Und die Hühner bringen Eier. Was ganz wichtig ist, weil ich aus den Hühnereiern Futter machen kann. Für meine Hunde. Ja, und jetzt denkt ihr, wo sind denn die Hündchen? Ja, die Hündchen sind in der Weihnachtszeit Rentiere. Und mein Schlitten ist ein Weihnachtsschlitten. Man sieht, Weihnachten ist immer noch Thema, aber wahrscheinlich wird heute Abend was blub machen und ein neues Thema gibt es. Neue Quests, neue Aufgaben, vielleicht ein neues Eventgebiet gibt es oft, das nur so lang offen ist, wie das Event währt. Das ist meistens eine Woche, 2 Wochen und dort kann man dann kräftig arbeiten. Und dann gibt es immer so eine kleine Geschichte noch außenrum. Ich werde das aber jetzt nicht machen mit den Freunden besuchen. Das dauert nämlich ziemlich lang. Irgendwann werde ich es euch mal zeigen. Aber jetzt erstmal nicht. Und werde euch mal zeigen, was ich gerade so für Aufgaben habe. Das habe ich nämlich hier. Ja, da besucht mich gerade ein Freund und gräbt auch bei mir. Also durch dieses Graben kann quasi beim anderen, beim Freund, kann man hier Energie dazu gewinnen. Oh, vielleicht zeige ich es euch ja doch mal erstmal an einem, damit ihr das mal seht.
Von der Geschichte her ist es so, dass man in dieses Tal kommt und dann begrüßen einen die Eskimos. Aber Eskimo soll man ja eigentlich nicht sagen, es sind die Inuit. Und zwei von diesen Inuit-Freunden hat man gleich von Anfang an. Die anderen Freunde, die holt man sich erst später dazu. Ich habe am Anfang den stillen Schatten und das dumpfe Echo. Die kann man am Anfang auch besuchen, wenn man noch keine Freunde hat, damit man nicht so ganz arbeitslos ist. Und dann kann man nämlich hier graben. Und ein besonderes Feature ist, dass man überall, bei jedem einen Schatz finden kann, der aber random ist. Das heißt, man weiß nicht, wo der ist. Und wenn man das anklickt, heißt, du hast einen Schatz gefunden. Und dort ist dann ganz viel Erfahrung drinne. Zum Beispiel die Sternchen, das ist Erfahrung. Und ich habe jetzt hier noch eine Schaufel gefunden. Das heißt, man darf eigentlich pro Gebiet fünfmal buddeln und ich darf jetzt einmal mehr buddeln. Ich gehe jetzt hier rüber und hoffe, dass da vielleicht der Schatz ist. Erfahrungspunkte. Und das hier, das war so eine Kralle. Es gibt ein Sammelalbum, wo man ganz viele verschiedene Sachen sammeln kann. Und wenn man ein Set zusammen hat, dann kriegt man besondere Gegenstände dafür. Das ist eigentlich auch ganz praktisch. Zum Beispiel Nägel, die man sonst erst mühsam herstellen müsste oder so. Also bei den Nägeln und Brettern und so finde ich es echt super klasse, dass das geht. Weil das sind alles Gegenstände, die man sowieso durchs Buddeln bekommt. Von dem her ist das eine tägliche Pflichtaufgabe. Ja, die Eskimos haben natürlich hier, nein, die Inuit, die haben natürlich hier ein ganz kleines Gebiet nur. Und die Spieler, je nachdem, wie weit fortgeschritten sie sind, teilweise schon richtig, richtig, richtig große Gebiete. Das hier habe ich euch ja schon gezeigt. Jetzt sind meine Schaufeln zu Ende, deswegen gehe ich jetzt mal zum nächsten. Da, hier seht ihr, das hat auch schon fleißig bisschen gearbeitet. Das hier ist aber jetzt ein Kandidat, der bleibt immer schön brav auf Level 10. Und warum? Ja, das werde ich euch später noch erzählen, weil man nämlich noch auf andere Weise von diesen Freunden profitieren kann. Ich buddel am liebsten hier in der Scheune, weil dort die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, dass da eben Energie raushüpft. Schauen wir mal, ob ich Glück habe. Das sind nur Erfahrungspunkte. Nochmal. Oh, nur Erfahrungspunkte. Und das ist wieder so ein Sammel-Totenkopf. Schauen wir mal weiter. Jetzt bin ich ja doch versucht, bei allen zu buddeln. Jetzt läuft mein Charakter gerade gemütlich hin. Normalerweise ist es so, dass die Anfangsscheune, da wo die steht, dass ich dann da quasi hinbeame. Ab ungefähr die Hälfte der Karte, wenn der Weg so weit ist. Hier ist jetzt auch Energie gekommen und das geht nämlich zu meinem Maximum dazu. Das heißt, ich hatte ja 26 und normalerweise geht es von alleine nicht über 26. Aber wenn ich eben jetzt hier so Energie sammle, dann geht es auch drüber. Und das ist auch nötig, weil es gibt nämlich Gegenstände, beziehungsweise eben so, das kann ich euch hier mal zeigen, aber das sieht man wahrscheinlich in dem anderen Gebiet, nicht nur im eigenen. Da sieht man zum Beispiel, wie viel Holz im Baum ist. Und diese Mammutbäume zum Beispiel, die haben, glaube, über 90 Holz. Und die könnte ich gar nicht abhacken mit meinen kümmerlichen 26 Punkten. Das macht dann entweder die Sägemühle, da kann ich den Auftrag geben, oder ich sammle einfach so viele Punkte, bis ich auch 100 habe und dann kann ich diesen Baum selbst am Stück abhacken. Und deswegen sammle ich jeden Morgen hier einmal Energie bei meinen Freunden. Jetzt zeige ich euch mal zur Abschreckung oder also manchmal finde ich es echt schlimm. Hier ist zum Beispiel einer schon Level 108 und wie es bei dem aussieht. Und da ist es richtig mächtig voll. Die haben natürlich hier auch ganz, ganz viele Gimmicks immer stehen. Und das ist nämlich auch dieses Wunderschöne an diesem Spiel. Man kann sammeln.
sammeln ohne Ende. Jedes Event hat irgendeinen besonderen Gegenstand, der dann eben nur aus diesem Event kommt. Und dann kann man auch so ein bisschen ausstellen, was man alles schon erreicht hat. So was zum Beispiel, so ein hübsches Häuschen. Der hat hier jetzt sich das schön gestaltet und eher hier drüben dann so die Fertigungssachen. Ganz viele Gewächshäuser, Gerberei. Ich habe noch gar keine Gerberei. Muss ich noch bauen? Hey Specht, du tockerst. Der hat sogar drei Weihnachtsbäume, also die ganz fleißigen, die auch wahrscheinlich schon viel mehr Energiepunkte haben. Nämlich wenn man Level Up hat, bekommt man ab und zu auch, wird das Cap erhöht für die Energiepunkte. Und der war hier sehr fleißig und hat drei Bäume. Diese drei Bäume, das mache ich nämlich auch mit euch zusammen. Die kann man, oh, die goldenen Palmen, da kriegt man nachher ganz viel Sachen raus, wenn man die baut und dann erntet. Oh ja, hier ist jetzt ganz viel Maschinerie. Da ist das Industriegebiet. Also ihr seht, wenn man lang dabei ist, ja, der ist 1, 2, 3 Jahre. Das ist das 3 Jahres. Da kriegt man so eine Trophäe. Wenn man ein Jahr dabei ist, kriegt man den. 2 Jahre, 3 Jahre. Also der spielt schon 3 Jahre. Ich finde das klasse, weil ich liebe das, wenn man dann so schön schnuckelige Sachen kriegt. Das ist ein russisches Spiel und man sieht einfach, wie liebevoll das gezeichnet ist. Die Russen können das einfach. Okay. Und zu den Bäumen, die tun man in mehreren Stufen aufbauen und dafür braucht man spezielle Ressourcen, die es eben nur hier zum Beispiel zum Weihnachtsfest gibt. Und ja. Das ist natürlich, also drei Bäume habe ich gelesen, ist, da muss man wirklich alles, alles auskosten, was es gibt. Also ich habe jetzt geschafft, einen Baum fertig. Einen Baum, da fehlt mir die letzte Stufe. Da war dann die Quest dazu etwas ressourcenmäßig für mich zu heftig. Das habe ich dann nicht mehr geschafft. Und den dritten Baum, da muss man wirklich, also da gab es ein Eventgebiet, das richtig schwierig freizuräumen war. Und das müssten wir dann auch noch komplett freiräumen. Das habe ich dann auch nicht geschafft. Jetzt gehen wir mal wieder nach Hause. Und dann zeige ich euch hier mal weiter. Das hier ist ein Gebiet, wo man mit, das habe ich relativ neu, da habe ich noch gar nicht viel gemacht. Da können wir mal hinfahren. Und zwar ist das, heißt 40 Miles. Das ist so eine Art Eisenbahnstation. Finde ich auch total hübsch gemacht. Wie man sieht, ich habe auch noch nicht viel hier abgebaut, also die Bäume. Hier sieht man zum Beispiel, der Baum ist rot umrandet, 39. Das heißt, ich habe 28 Energie, bin zu schwach, um diesen Baum abzuhacken. Da müsste ich noch mehr Energie sammeln. Und meine Aufgabe besteht jetzt darin, diesen Tunnel hier auszubauen. Dazu brauche ich verschiedene Sachen, die ich alle herstellen muss, aber das Gebiet hier, da habe ich mich jetzt noch nicht so reingekniet, weil das ist eben relativ neu und ich habe so viele andere Sachen und es kommen eigentlich auch ständig Events, die mich von diesen Sachen, die regulär sind, ganz schön ablenken. Und dann gibt es hier unten noch verschiedene Quests, die mich quasi so auf der Karte weiterbringen. Es gibt nämlich eine Karte. Ich gehe erstmal nach Hause, weil jetzt käme nur die Eisenbahnkarte, die ihr gerade eben gesehen habt. Es gibt hier noch eine Karte. Und zwar sind das hier jetzt die ganzen Gebiete, die man so nach und nach erforschen kann. Und ihr seht, das ist wahnsinnig viel. Wenn man bedenkt, dass ich jetzt doch schon so lange spiele oder eine ganze Weile spiele und ich habe jetzt gerade erstmal, also hier bin ich zu Hause. Das hier habe ich zu 98 erkundet. Da kann ich gerade mal hinfahren, dass ihr das seht. Und hier oben bin ich gerade dran und hier, wie ihr seht. Ihr seht, alles schon ziemlich frei. Und ich brauche eben jetzt die angesammelten, um hier noch zum Beispiel 120 Steine abzubauen oder 95. Das könnte ich jetzt alles gar nicht abhacken, wenn ich nur so viel hätte. Also für immer. Wenn ich nicht einmal am Tag die Energiepunkte aufbauen könnte. Was man noch machen kann, ist, man kann sich hier jemanden suchen, der einen unterstützt. Ich habe hier einen, der eine nette Zahl als Namen hat. Ich weiß nicht, ob der so viele Accounts hat und einfach irgendeine Zahl eingibt. Den kann man um Unterstützung bitten.
Weil wenn man hier buddelt, dann kommen auch immer wieder mal so goldene Spitzhacken raus. Und mit diesen Spitzhacken kann man den anderen unterstützen. Ich habe jetzt 83. Wenn der mich jetzt fragen würde, du hilf mir mal, ich habe hier einen, ja, 50er Steinhaufen, dann kann der das anklicken und dann kann ich ihm mit meinen 83 goldenen Spitzhacken helfen. Und andersrum genauso. Ich könnte ihm jetzt hier sagen, oh, hilf mir doch bitte bei dem hier. Das mache ich jetzt hier aber nicht, weil da lasse ich mir jetzt Zeit, da habe ich jetzt schon so viel geschafft. Da muss der mir jetzt nicht helfen. Da habe ich es nicht eilig. Der Vorteil ist, wenn man so ein Gebiet für sich erkundet hat, dass man dann immer ein Gebäude dazu kriegt, das man zu Hause gar nicht hat. Und das kann dann wieder Sachen herstellen, die man sonst nicht herstellen könnte. Die man aber wieder braucht, um irgendwelche Quests zu erledigen. Oder zum Beispiel wie hier konnte man hat am Anfang ja nur einen Hund und dann kann man seinen Schlitten quasi upgraden auf zwei. Inzwischen habe ich ja vier, das weil ich in einem anderen Gebiet das auch schon freigeschaltet habe. Man hat ja auch bessere Kühe und Hühner bekommen, die dann eben mehr Eier legen. Und so hat man halt immer irgend so eine Herausforderung, die eben nicht nur darin besteht, irgendein Haus nur abzugraden oder so, sondern man kommt also richtig immer weiter. Und ich bin ja so jemand, wo sehr, sehr gerne erkundet und Quests macht. Und dieses Spiel bedient es natürlich bestens. Hier, da sieht man, ich habe auch noch ein Flugzeug. Das hat man auch nicht von Anfang an. Mit diesem Flugzeug kann man heimfliegen, falls, es ist nämlich so, die Hunde muss man auch füttern. Wenn man jetzt zum Beispiel ganz schnell heim muss und die Hunde kein Futter mehr haben, dann kann man auch mit dem Flugzeug heimfliegen. Aber das kostet dann natürlich Kerosin, Sprit. Und das ist selten. Deswegen greife ich doch dann lieber auf die Hunde zurück, denn das Futter kann ich selbst herstellen. Und das ist auch relativ billig. Jetzt fragt er mich, ob ich entladen möchte, weil ich hier auf dem Schlitten noch Ressourcen habe von gestern. Das ist wichtig, weil wenn ich die entlade, kann es auch sein, dass ich Energie dazu kriege. Und wenn ich gerade ganz leer bin, kann ich zwar irgendwo weiterschaffen, aber wenn ich Wert drauf lege, eben, dass ich über mein Maximum komme, dann hebe ich mir das Schlittenentladen natürlich für später auf, damit ich das über mein Maximum bekomme. Da ich jetzt sowieso schon drüber bin, tue ich mein Entladen und gucke, ob ein bisschen Energie dabei ist. Das ist nämlich nicht immer. Müsste aber, weil das ist Eisenerz und da ist immer Energie drin. Und ihr seht, das ist gar nicht so wenig, was da an Energie zusammenkommt. Das war jetzt Eisenerz. Das brauche ich, um zum Beispiel hier in der Schmiede einiges herzustellen. Das sind so die Ressourcen will ich nicht sagen. Ressourcen sind ja das andere, Erz und so. Aber so Grundmaterialien, die man dann braucht, um wieder was anderes zu bauen. Also Schmiede ganz wichtig. Hier ist eben die Sägemühle, da kann man einen Baum aussuchen und dann seinen Inuit sagen, komm, ich habe hier so einen ganz dicken Baum. Ach, der hat nur noch vier. Da hat er schon mal viel gehackt, aber zum Beispiel hier 45, hack mir den bitte ab und dann macht er das. Und genauso hier mit Erz kann ich ihm sagen, komm, hier Steine klopfen. Der Arme. Zum Beispiel hier 35. Dann kann ich ihn schicken. Und er hat mir diesen Stein, der für mich zu schwer ist. Wo ist er, unser 35er? Hackt ihn mir ab. Das dauert jetzt eine Weile und irgendwann erscheinen hier über dem Häuschen die Ressourcen, die ich dann abholen kann. So, ich denke, für heute habe ich mal wirklich schon viel erzählt und ihr müsst das erstmal verdauen. Aber in der nächsten Folge zeige ich euch dann mehr. Und ich freue mich, wenn ihr dann wieder vorbeischaut. Bis dann, sage ich Tschüss.